Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Heute gucken wir mal, was die böse Spinne. Alles klar, was klärt denn darum? Was die böse Spinne da unten noch hier zu bieten hat, weil ich denke, das ist doch noch nicht alles da. Also, Junge, beruhig dich mal. Dass das da noch nicht alles ist, dass da vielleicht noch Gänge und anderes Zeug ist, wir gucken mal. Und ja, dann mal schauen, was sie noch ergibt. Und bis dahin wünsche ich euch dann noch viel Spaß mit dem Video. Und ja, bis gleich. Help me. Direkt nochmal speichern. Oi. Das ist wirklich gefährlich hier. Also hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ja. Wo ist unsere Kiste nochmal? Wo ist unsere Kiste? Ich bin so nervös, ich habe jetzt sogar unsere Kiste verloren. Ich glaube, die war irgendwo da hinten. Wir hacken erstmal hier ein paar Nüsschen. Oh. Chuck, 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 chuck. Na komm. Oh, da ist auch was leckeres trinken. Lecker Schmecker. Nuss essen wir auch jetzt mal. Lecker Schmecker. Oh, Alter, was war das, ey? Diese Spinne macht mich noch. Die macht mich noch. Boah. Die macht mich noch ganz fertig, diese Spinne, ey. Oh, aber ich glaube, da muss noch irgendwas sein. Also, da muss echt noch irgendwie was sein. Also. Weil es kann ja nicht sein, dass da nur die Spinne drin ist, ne? Das da nehme ich mal mit. Brauchen wir nicht. Weil es wäre mir ein bisschen zu wenig, wenn da jetzt nur die Spinne, Spinne, Spinne drin wäre. Wir nehmen jetzt hier nochmal ein paar Nüsschen mit hier, weil wir gerade hier gute Nuss-Location hier haben. Ah, ich weiß sogar, wo wir sind. Aber ich weiß jetzt gerade von dem Punkt aus nicht. Ich glaube, weiter rechts war das. Haben wir unsere Kiste aufgestellt. Es müsste mal Tag werden, dann könnte ich es genau beziffern. Chuck, 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 chuck. Alle mitnehmen. Aua! Was wollt ihr denn alle von mir? Alle wollen mich immer nur schlagen und töten und auffressen. Fürchterlich. Wirklich fürchterlich. Okay. Hier ist die böse, böse Höhle. Safe. Okay. Ich schätze mal, es wird irgendwie drunter was geben oder so ähnlich. Da ist die böse Spinni. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Da sind die Gänge außen. Weiß nicht, oder gibt es hier doch nur die Spinne? Es scheint mir aber hier so wenig, ne? Wenn hier nur die Spinne ist. Bitte schlaf. Schlaf, schlaf. Weil die Gänge hier außen alle, die führen ja alle wieder nach draußen. Oder was ist hier? Ja, die führen alle wieder nach draußen. Da ist ja der Roboter, die Station. Na? Ja, da sind wir halt einfach One-Shot. Ich lade mal ganz kurz, dass wir nochmal kurz gucken können. Also, was heißt es, lieber Kinderchen? Die Fackel nicht in die ihr Gesicht halten. Mag die gar nicht. Okay, aber hier ist echt nichts weiter. Weil hier das alles sind Gänge, wo wieder nach draußen führen. Also meines Erachtens dürfte hier drinnen nichts weiter sein. Weil die Gänge hier, die führen alle raus. Da ja wirklich hier nur die Spinne ist. Ich müsste vielleicht mehr Speere bauen. Aber selbst dann, die macht uns One-Shot einfach. Das ist halt echt schon krass. Theoretisch könnte ich mich... Irgendwas hat da im Eck gefaucht. In die Ecke verkriechen und die da ein bisschen bekämpfen. Aber... Lohnt es sich? Wahrscheinlich eher weniger. Craft. Tools. Speer. Gerade keine im Rucksack. Ich glaube, das lohnt sich doch so nicht. Ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ich glaube, hier ist auch nichts weiter. Hier ist echt nur die Spinne, oder? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir auch mal warten, bis Tag ist oder so. Ja, armer Isi, was denn los? Oder ich suche mal hier ein paar bisschen Stößel. Das können wir alles gebrauchen. Denn die Fackel ist schon wieder im Arsch. Zum Glück wird es jetzt Tage. Da hinten ist die Maschine wieder. Die brauchen wir nicht. Ah, hier. Das lörp ich nochmal kurz. Ahorn. Die nehme ich mal mit. Wohin geht's hier? Okay, einfach nur eine Unterführung. Das hier nehme ich mit. Kann ich die auch einfach reparieren? Da brauche ich so einen Stein dazu. Den habe ich leider nicht. Tschack, 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 tschack. Ist jetzt die Frage, ne? Weil mich würde es schon mal reizen, so eine riesige Spinne anzugreifen. Aber die macht uns halt One-Shot. Also egal, was sie macht, die macht uns immer kaputt. Und die Fackel ist auch kaputt. Toll. Toll. Craft, Torch. Trockenes Gras brauchen wir dann wieder. Können wir aber jetzt schon wieder hier... Reparieren können wir nicht. Aber wir können neu bauen, oder? Nee, auch nicht. Plant Fiber fehlt jetzt. Bauen kann man den direkt neu. Ich finde es merkwürdig, dass man andere Materialien braucht zum Reparieren. Chuck, chuck. Sind hier noch ein paar Fäserchen? War das dry? Nee, nee. Grass, grass, grass. Huch. Da hat es wieder gepiept. Pflanzenfaser, die brauchen wir. Pflanzenfasern. Ah, wir sind bei den Baumstämmen. Da vorne gibt es geile Pilze. Da vorne ist eine Riesenspinne. Und hier ist das Netz. Okay, ich weiß, wo wir sind. Hier will ich nicht sein. Nein, 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 nein. Hier will ich nicht sein. Nein, nein, nein. Mit. Irgendwas verfolgt uns schon wieder. Ich nehme mich auch mit. Böse Ameise. Oh, okay. Repair geht nicht. Also das heißt Craft. Craft mir mal einen neuen. Da haben wir noch einen Ersatz. Zwei Stück haben wir. Ich denke nicht, dass wir irgendwie überhaupt irgendwas der Spinne was anhaben können. Chuck, chuck, chuck. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Und mit zwei Speeren noch weniger. Aber wir können es ja mal probieren. Craft, kann ich noch einen? Oh, Craft, ja, noch einen. Okay, dann bräuchten wir wieder Plant Fiber. Hätten wir noch? Ich glaube, ich craft gleich noch einen. Weil wir es einfach können. Und dann ziehen wir in den Krieg gegen diese elende Spinne hier. Wo haben wir? Hier, hier, hier vorne. Chuck, chuck. Den Craft Attack. Craft. Okay. Safe. Safe. Okay. Wo geht's zur Spinne? Hier gibt's ultra viele Nüsse. Die müsste man eigentlich noch mitnehmen. Das ist lecker. Es ist aber... Es wird nicht sonderlich heller. Haben wir das auch geklärt. Craft. Ja, da brauche ich Ding. Ich mache mal kurz Save trotzdem. Junge, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Ja, okay. Das Essen geht direkt hin und der Spinne ist es egal. Und Wurf! Wir brauchen da echt
echt irgendwie, Alter, wie wenig Schaden wir machen. Wir brauchen einen Bogen. Ganz ehrlich. Ja. Komm nur her. Paus, Maul. Oh nein. Bitte, bitte, bitte. Wir brauchen mal einen Bogen. Wir brauchen mal einen Bogen. Ah, von denen haben wir. Einen Bogen können wir bauen. Und Pfeile. Was ist denn das? Huch. Ah, hier ist die Außenansicht. Wie habe ich das gemacht? Ah, mit U. Kann man die Außenansicht anmachen? Okay. Dann geht vielleicht Matthias ein bisschen einfacher. Craft. Distel. Achso, Disteln brauchen wir da. Okay. Bleib da üben. Ha, na, 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 na. Hä? Was wurde jetzt? Oh, da ist noch eine! Ja, alles klar! Alles klar! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Okay. Wir laden nochmal. Es ist ja hier alles nur zum Teste. Das ist auf jeden Fall eine doofe Idee, das Viech überhaupt anzugreifen. Wir bräuchten eine Bazooka! Nein, 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 nein! Mama, 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 Mama. Oh, böses Viech! Böses Viech! Wir brauchen eine Bazooka. Ich will nicht mehr. Wir suchen erstmal die Kiste. Und dann brauchen wir Disteln und den anderen Schrott und... Hier war doch irgendwo meine Kiste, oder nicht? Nicht? Wo war meine Kiste? Oder war die da drüben? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf welchen Ast ich mein Zeug gehauen habe. Ja klar, rennt doch jetzt hier überall rum, ihr bösen, blöden Spinnen, ey. Ich glaube, ich wäre weg hier. Nein, bitte, 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 bitte. Ich glaube, das war weiter rechts. Kann das sein? Au. Hä, was ist kaputt gegangen? Was ist kaputt gegangen? Oh, meine Hose. Was machst denn du da? Achso, da ist leckeres, verfaultes Fleisch. Da kommen wir nicht hin. Ah, schwierige Sache. Wo habe ich mein Zeug hingepackt? Ich hätte es vielleicht lieber doch an einen markanteren Ort hinbauen sollen. Ah, da üben, da üben. Ah ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Oh, endlich daheim. Wir haben echt ein schönes Heim. Einfach nur eine Kiste. Das ist mein Zuhause. Okay, wir brauchen das da. Was brauchen wir denn alles für einen leckeren, schmeckeren Bogen? Craft. Okay, jetzt haben wir einen schmackotastischen Bogen. Aber... Wo ist er hin? Ah, hier. Automatisch auf der 4. Jetzt brauchen wir natürlich noch Pfeilchen, Popeilchen, Craft. Da brauchen wir Disteln. Ah, es gibt ja Arrow und Lure Arrow. Okay, dazu braucht man, okay. Ein Pfeil, ist klar, ist klar. Eine Schaufel, aha. Repair Tool, auch interessant. Might Futz. Haben wir Might Futz? Futz, Futz. Futzi. Da haben wir, haben wir. Wir bräuchten nur noch die Stacheln. Wo gibt es denn hier die Stacheln? Und bringt uns wieder der Bogen momentan leider noch nichts. So viel ich jetzt hier das verstanden habe. Bringt uns leider der Bogen nichts momentan. Okay, das ist nicht so ganz so geil. Die 10 Stück lege ich mal dahin. Das da hier so. Hier so. Hier so. Den Rest erfarmen wir uns wieder beim Laufen. Kann ich das da reparieren? Repair, was brauchen wir da? Ein so ein. Den können wir besorgen. Den können wir besorgen. Aber davor nochmal speichern. Schönen Sprung abgefangen. Hier liegt aber echt alles voll. Also hier kann man nicht verhungern.
Und hacken! Baumfell! Baumfell! Oh? Ist schon umgefallen. Okay, Inventory. Repair. Gut, ich sitze wieder ganz. Ziehen wir jetzt erstmal wieder an. Was brauchen wir jetzt noch? Ich glaube nichts. Wir können es direkt craften. Na, nee, doch, doch. Dieses. Das Zeug hier. Craft. Dann haben wir hier mal einen geilen Scheiß, wenn wir in der Workbench hätten. Workbench. Sep 2. So, haben wir hier noch ein bisschen hier. Baue ich hier mal kurz eine Workbench. Alles steht irgendwann voller Workbenches. Das wird eines Tages lustig. 2. Bin ich dumm? Wo bin ich denn hier? Also langsam macht's radarada rein, mein Hirn. Grassblank, das da und Zap. War doch gar nicht so viel. Grassblank, das da und Zap. Zap, Reno habe ich. Dann machen wir mal kurz hier ein bisschen Gras um. Ja, am einzigen Ort, wo es kein Gras gibt. Tolle Geschichte. That's my life. Spinnen. Glaubt, nach dem Let's Play hier bekomme ich eine Phobie. Eine richtig krasse Spinnenphobie einfach. Spinnen. So ähnlich wie Patrick. So. Hacke, Peter. Da war irgendwas. Ich habe Angst. Ich bin einfach nur noch verstört. Weil ich nur noch hier überall Spinnen sehe. Inventar voll. Jetzt hoppe ich mal hier wieder hoch. Jetzt kann ich auch mal U drücken. Ich bin der Götterbote Hermes. Ja, Junge, mit beiden Händen könntest du wohl noch ein bisschen mehr nehmen, ne? Eieiei. Hier oben war unser Zeug. Dann haben wir zumindest mal schon mal eine gute Rüstung. Und dann müssen wir noch mal eine Expedition machen, dass wir irgendwo hier die Pfeilchen bekommen. Craft. Workbench. Ja, was man hier alles hin platzieren kann. Fabulös. Huch. Kann ich dich auch ein bisschen cool drehen? Gut. Build. Dann. Okay. Ah, 4 fehlen. Haben wir noch. Da finde ich aber auch schön, dass man die nach und nach die Ressourcen alle reinhauen kann. Dann. Craft und Craft. Okay. Jetzt ziehe ich mir mal das da an. Das hau ich mal so hin und das ziehe ich mich immer an. Das da hau ich mal da so hin. Chuck, chuck, chuck. Dann haben wir hier die Speere. Die da kann ich weghauen erstmal. Den Bogen brauchen wir auch erstmal nicht. Okay. Chuck, chuck, chuck. Wir haben schon einiges an Materialien, aber das Traurige ist, wir können nicht so viel damit anfangen. Das Essen behalte ich mal. Das da nehme ich mit. Das da geht rein. Das da geht rein. Den Bogen nehme ich halt mal mit. Okay. Schöne Sache. Wir haben auf jeden Fall eine Tibi-Tobi-Rüstung hier. Können ein bisschen was machen. Tab Few Details. Ja, hier steht auch nichts weiter. Ich weiß nicht, wir müssen mal die Map erkunden. Wir müssen vor allem auch mal hier hinten in das Eck hier rein. Und vor allem auch eigentlich auch mal hier in dieses Gebiet, was wir alles noch machen müssen. Ich hoffe, euch hat soweit von dieser wunderschönen Folge gefallen. Und bis dahin würde ich auch mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.